Islam Express. Islam Express. Islam Express. Ich habe hier gerade den Willi Herren gesehen. Willi, komm doch mal nach vorne. Ich wollte mal fragen, ob du Angst bekommen hast. Er ist der Schauspieler Willi Herren. Dirk Buhr! Nee, sonst. Nee, der Willi, der kriegt schon keine Angst. Wo ist er hin? Ach, der ist doch lustig. So, er ist der Willi Herren von der Lindenstraße. Ich wollte mal fragen, Willi, was hältst du davon, dass wir heute hingehen? Du hast, glaube ich, schon einige Videos von mir gesehen, ne? Ich finde dich toll, ja, ich finde dich toll. Also ich muss sagen, also ich habe jetzt panische Angst bekommen. Also das, ich habe auch gerade die Medienvertreter kommen zu mir, was macht der Herren hier beim Pierre Vogel? Ich finde, das ist ein sensationeller Mensch, herzensgut, er lebt und lebt das, was er macht. Wir beide lachen. Ich auch. Und ich habe die ganzen Videos bei YouTube verfolgt. Ich kenne auch seinen Werdegang, also vorher die Boxerei. Und ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt hier auf der Bühne. Ja, du bist das ja auch nicht gewohnt. Ne? Nee, überhaupt nicht. Da tut es mich schon auch hier auf der Bühne. Das ist ein ganz neues Publikum für mich. Nein, ich finde das ganz toll. Und wir wollten mir jetzt mal live ein Bild machen, ob das hat mit Hass hier überhaupt nichts zu tun. Ich stehe hier schon die ganze Zeit, ich finde das ganz toll. Ach so, applaudiert ihr? Super, finde ich klasse. Nein, also ich bin auch religiös. Also ich bin jetzt nicht der, der jede Woche in die Kirche geht. Aber ich muss sagen, so einmal im Monat gehe ich mit meiner Tochter wirklich in den Kölner Dom. Und wir stellen Kerzen auf und das ist so, ja, das, was ich schon mache. Ja. Aber trotz alledem hoffe ich, dass wir uns nochmal intensiv über die Religion unterhalten können, inshallah. Weil das ist auch ganz wichtig. Aber was ich damit sagen will ist, wir sind keine Leute, und das will ich hier nochmal betonen, die gekommen sind, um der Gesellschaft zu schaden. Das Problem ist nur, dass sich viele Leute irgendwelche Ausschnitte aus Videos angucken und gar nicht verstehen, was dort genau erzählt wird. Und ich werde das gleich nochmal kurz detailliert erklären, inshallah. Und ich wollte den Willi nur nach vorne rufen. Normalerweise könnte ich dich ja... Der ist sowieso ein begnadeter Sänger. Ja? Ja? Kölsche Karnevalsmusik. Übrigens, ich auch. Ja, also ich, ja, aber ich glaube, bei mir passt das nicht mehr so ganz. Ich bin, ihr lacht jetzt, ich bin wirklich der geborene Sänger. Aber das, ich hätte ein Riesentalent dazu gehabt, aber, also ich konnte sehr gut tanzen, nur singen konnte ich leider nicht. Das war mein einziges Problem, ansonsten bin ich der geborene Sänger. Alhamdulillah. Aber ihr seht ja, mein Weg ist in eine andere Richtung gegangen, Alhamdulillah. Wie gesagt, inshallah fange ich jetzt mit dem Vortrag an, inshallah. Hm? Willi, wir sehen uns gleich noch. Der Willi ist aus Köln, verstehst du? Islam Express. Islam Express. Islam Express.